Yeah. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auch Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever gerade. Ja, los, komm, wirf! Ja, finde ich gut. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan. Super, ne? Weedley? Wo ist denn der Kern? Ah, ich muss da hoch. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Hilf mir, Weltraumpolizisten. Teleskop, du willst mich sehen? Oder du bist hoch in dem Weltraum. Weltraum, ich bin in der Welt. Weltraumorbit in meinem Raumanzug. Lady, Lady, ab in den Weltraum. Ich muss in den Weltraum, Lady. Komm her, Weltraum. Ich frag dir was. Nein, noch mehr. Was gefällt dir an der Schnitt, Weltraum? Weltraum, das System, Weltraumsystem, Prozess. So, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem markiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Du bist ein Idiot. Was ist passiert? Moment! Oh, die verdammten Bomben kleben fest. Mach nichts! Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Natürlich. Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwaffe findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die Erste. Nein, die Fünfte, denn nicht die Sechste. Du kannst dir ausmalen, was mit den anderen Fünften passiert ist. Weißt du was? Ich denke, wir sollten die höfliche Zurückhaltung aufgeben. Also Klartext, sie sind alle elendig verreckt, als sie versuchten, an die Portalkanone zu kommen, die du da jetzt in deinen Faustfingern hältst. Aber du warst anders als die anderen. Guter Springer, Problemlöser, clever, aber der Ehrgeiz, das ist deine Schwachstelle. Meine ist... Oh, beinahe hätte ich mich verplappert. Raffiniertes kleines Kino. Da ist er wieder, unser geschädigter Fuchs. Wir haben schon viel miteinander erlebt, nicht wahr? Damals zum Beispiel, als ich mich aus meiner Schiene ausklingte und nicht wusste, ob ich dabei sterben würde. Du hättest mich nur auffangen müssen. Aber das hast du nicht. Oh, weißt du noch? Ich weiß es noch. Ich denke die ganze Zeit daran. Oder als wir sie aus Versehen wieder aktiviert haben und versucht haben, uns rauszureden. Aber du hast mir ja nicht gesagt, dass du sie mal getötet hast. Und dass sie sich lebendig braucht und unser Fuß deshalb nur an dem armen, empfindlichen Weekly abreagieren kann. Ja, an solche Dinge. Ja, geht doch. Na, ich wollte doch gerade sagen. Schnell, wie ist die Lage? Hallo, schönes Mädchen. Ich bin Rick. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Abenteuer. Kennst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht in einer brandheißen Situation aus. Hey, eine Countdown-Uhr. Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuereinheit. So. Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst! Ununterbrochen schweigst du!
und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst mich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur für eine Gabe ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Aber nicht mal das wolltest du mir gönnen. Muss in den Weltraum. Ja, muss in den Weltraum. Ja. Keiner fliegt in den Weltraum. Und noch was. Du hast mich nicht aufgefangen. Ich hab... So. Ja, denke ich mal. Na, wo ist der Kern? Da, wo ist der Kern? Kopier einen Spiegel und erhältst eine Fotografie. Durch Träume erinnert uns das Unterbewusstsein daran, nackt und zahnlos in die Schule zu gehen. Fakt ist, der Weltraum existiert nicht. Es wird fälschlicherweise behauptet, dass Thomas Edison 1878 die Durchschnitts erfand. Nikola Tesla hatte diese bereits Jahre zuvor unter dem Namen Tesla-Tron patentiert. Die Autobremse wurde erst 1895 erfunden. Davor musste der Fahrer im Auto sitzen bleiben und im Kreis fahren, bis alle Insassen ihre Geschäfte erledigt haben. Der erste Passagierzug fand 1914 statt. Alle an Bord kreischten während des gesamten Flugs. Diamanten entstehen, wenn Kohle enormen Druck ausgesetzt wird. Wenn Diamanten enormen Druck ausgesetzt werden, entstehen daraus Schadstoffkügelchen. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Der Mond umkreist die Erde alle 27,32 Tage. Der Hallische Komet nähert sich der Erde alle 76 Jahre. Wie soll ich denn da rankommen? Verdammt! Verdammt, 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 verdammt. William Shakespeare existierte nicht. Seine Stücke wurden 1589 von Francis Bacon geschrieben, der mit einem Nietzsche-Brett Theatergeister versklavte. Marie Curie entdeckte den Nutzen der Radioaktivität sowie den Tod durch radioaktive Strahlung. Scheiße. Scheiße. Super. Ja, wie komme ich daran? Muss ich da wirklich diesen Sprung machen? Ich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schweinst! Ununterbrochen Schweinst! Und hörst nie auf das, was ich sage! Verurteilst mich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe! Ich wollte doch nur, dass ich es einfach besser mache. Du komm, komm, komm! Du hättest eine Gabe ein paar hundert einfache Tests lösen müssen, nicht wahr? So. Ja, jetzt kommt da oben wieder dieser Kern. Muss hier drauf. Und wo komme ich denn hier mal am besten hin? Wenn ich erzähle, was halte dich an folgende Gedächtnisschutz? 1 ja. Kommt vor 2, kommt vor 60, kommt nach 12, kommt vor 6 Millionen, kommt nach 504. Hey, das hat in dieser Arena auch jedes Mal was anderes. Bei dem ich wieder Wright aus Flugzeug erfanden, musste jeder der Fliegen, weil der erst 100 Kilo Helium ist. Ah! Der Mond umkreist die Erde alle 27,32 Tage. Der erste Mensch, der bewies, dass Kuhmilch trinkbar ist, war sehr, sehr nützlich. Okay. Der erste Passagierflug fand 1914 statt. Alle an Bord kreischten während des gesamten Flugs. Natürlich. Der Weltraum existiert nicht. Bahnseite ist enorm dehnbar. So. Es wird fälschlicherweise behauptet, dass Thomas Edison 1878 den Durchschnitt erhalten hat. So, endlich. Beschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, ja. Verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Wo ist die Taste denn? Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Ja, werde ich doch machen! Komm zurück! Drück den Knopf! Nein! Teil 5! Eine Bombe für die PAD-Taste! Oh, Mann! Du lebst doch? Du machst Witze! Meine Hände! Wie geil! Ich hab immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Du musst es ja unter den Katzen machen. Oh, fuck! Alle anderen sich abgerannt haben und jetzt müssen wir alle den... Hä? Cool!
WTF! Wie geil! Lass los! Wir sind im Weltraum! Lass los! Ich bin noch verbunden! Ich komm selbst wieder rein! Ich krieg das noch hin! Ich hab's schon repariert! Und du kommst nicht zurück! Oh nein! Neuer Plan! Halt mich fest! Fester! Das überlebt man doch normalerweise nicht. Oh Mann. GLaDOS! Oh mein Gott, was macht die Alte mit uns? Oh mein Gott! Oh mein Gott!